Ein Versuchskaninchen und eine Laborratte unterhalten sich. Ich brauch die Spritzen nicht. Ich bin weder schwach noch krank. Mein Großvater war ein Zuchtrammler und ich bin genauso fit. Der Pharmaindustrie ist es scheißegal. Du und ich sind das Kanonenfutter für die Medizin. Vergiss nicht, auch die Kosmetikkonzerne zehren von uns. Wenn ich nur einmal so einen geschissenen Laborarzt beißen könnte, das war Genugtuung. Ist das sehr schwer, mit einem anoperierten Kuhohr im Futtersuchlabyrinth das Papi zu finden? Hast du einen Bosch, ja? Oder hast du halt zu wenig Spritzen gekriegt? So ein Irrlauf ist ärger als ein Kotz im Knack. Merkt er das? Mit einem Kuhuhrwaschel unterwegs zu sein, ist keine gemade Wiesen. Entschuldige, liebe Laborratte, dass ich so dämlich gefragt habe, aber ich komme vom Land, ich bin nicht so intelligent wie der... Wie wer? Na, wie der weltberühmte Osterhase. Du bist ein Träumer. Wieso? Wieso bin ich ein Träumer? Weil du das nicht ancheckst, dass du ein eingespritzter Kienigelhase bist. Wurscht, vergiss es. Die Laborschwester Anna Grumbauer hat aber heute um 7 Uhr früh gesagt, als sie mir die 87. Morgeninjektion verpasste, wenn's noch den Spritzi noch lebst, bist du ein Supertest-Hasi und ich wär endlich Labor-Oberschwester. Und das klang schon nach Superkompliment. Blunzenwurscht, du und ich kratzen darinnen an. Und das ist wie das Amen im Gebet. Nebsberg sagt, der heißgeliebte Anna-Schwester ist eine karrieregeile Sau, die über Leichen geht, wenn sie einen höheren Posten mehr Knädel kriegt. Aber du, Supertest-Hasel, lass dich von so einer Tiermörderin im Weißkittel einlullen. Bist du noch zu reden? Keine Sorge, ich brauche keinen Schutzengel. Aber nach der heutigen Morgenspritze fühle ich mich wie im 7. Himmel und so bärenstark. Da schau her, du mutierst zum tatkräftigen Chunky. Unsinn, ich brauche keine Aufputschmittel, ich bin nicht schwach. Mein Großvater war ein Zucht... Rammler, weiß ich schon. Papalapa, vergiss mein Drogenproblem. Was ich dich fragen wollte, liebe Laborratte, und ich habe mir meine Frage genau überlegt, nicht, dass du gleich wieder ausfällig wirst, als ich dich fragte wegen deinem Kuhohr und Futterweg. Na, was ist fragen? Komm, sag mal's. Ich tue da nix. Spuck's aus. Allen Ernstes gefragt, besteht die Möglichkeit, dass wir beide, und du und ich, flüchten können? Spontan hätte ich gesagt, Kienigelhase, du bist reif, wie sie ihren hast. Das hört sich nicht gut an. Nicht gleich das Kopferl ins Sand stecken, das was du gefragt hast. Hört sich gar nicht so deppert an. Und glaube mir, ich habe einen messerscharfen Verstand. Ja, es gäbe eine Möglichkeit, dass wir anboschen könnten. Ja, welche? Ruhig, Blut, ich denk grad noch. Verdammt, wenn ich nur das Hirnkastel vom Inspektor Columbo hätte. Überleg doch, wir sitzen nicht auf der Gefängnisinsel Alcatraz. Deppau, A ist Alcatraz. Längst ein Stück liegt das Häfen B. Gegen unseren Panzerglaskäfig ist Alcatraz ein Cluburlaubinsel. Dort verschüsse ich mich zu jeder Tageszeit, sogar mit 10 Kuhuhrwascheln am Schädel. Aber die Haifische zwischen Alcatraz und San Francisco sind lebensgefährlich. 100.000 Haie sind wir beim Arsch lieber als ein Farmer Arsch beim Gesicht, Capito. Was ist da los? Trau meinen Augen nicht! Ich bin schockiert! Welcher Dorftruppel vom Pharmaziestudent hab mein Lieblingskaninchen mit der Kuhrate zusammengelegt. Na, das darf nicht wahr sein. Das muss ich sofort in Labordirektor melden. Plötzlich hört man einen Presslufthammer, der lauter und lauter wird. Das Tierversuchslabor beginnt zu erzittern und bumm! Der Panzerglaskäfig, in dem die Laborratte und das Versuchskaninchen hocken, fällt aus dem Käfigregal und landet knallhart auf dem Boden. Schlagartig springt das Käfigtürchen auf. Hilfe! Hilfe! Die Viecher haben mich bissen! Es tut so weh! Jesus Maria! Ich hab die Labortür offen lassen! Verflucht einmal! Mein Superhasi! Mein Beförderer weg! Und mein linkes Wadel blieb und blieb und brennt so höllisch auf!
Versuchskaninchen und die Laborratte kauern unter einer Parkbank. Jetzt sind wir endlich frei. Nur nicht blauäugig sein, Spurzfreund. Bin ich ja gar nicht. Meine Augenfarbe ist Traumendlein. Ich hab gemeint, vorsichtig sei, bedenke, du bist weiß und ich bin weiß. Zwei schneeweiße Kleintiere, weißt du, was das in der Freiheit bedeutet? Leichte Beute. Ich seh weit und breit kein Raubtier, nur Rasengrün. Das Rasengrün ist ja unser Problem. Wir haben Katanfarbe, Katankleid, nix. Kapierst das? Wozu? Tarnfarbe, Tarnkleid? Wir sind ja nicht beim Militär. Wir befinden uns im Wiener Stadtpark. Schwachkopf! Schön sprechen, Kamerad Kuhohr. Kinigelhaus. Verstehst es nicht? Wir zwei Schneenäger leuchten im Park wie ein Zwillingsmond am Nachthimmel. Und das ist tödlich, Naivling. Abgesehen davon, dass du mich erneut beleidigt hast, sage ich dir jetzt klipp und klar. Ich hab mit meinem weißen Albino-Fell kein Problem. Vielleicht du mit deinem. Okay, gib's zu. Ich war zu dir etwas unhöflich. Etwas? Da lachen ja die Hühner. Verzeih mir, Hase, Mandy. Es tut mir leid, dass ich dich wie einen begriffsstützigen Hilfsschüler behandelt hab. Ich versprich dir, künftig rede ich mit dir so, als hätte ich mit leibhaftigen Osterhosen. Eine hochintelligente Konversation betreiben, das meinst du doch, oder? Kompliment! Du hast mich total verstanden. Bist ein echt kluges Kerlchen, Parkkamerad. Vielleicht lass die Wirkung von deiner Morgenspritze nach. Wer weiß, wenn der Kaninchenkörper komplett giftfrei ist. Womöglich gewinnst du heuer den Nobelpreis für Hirnakrobatik. Schau, schau! Was ist? Da kommen Menschen auf uns zu, in weiße Mäntel. Himmelarsch und Zwirn! Wir müssen uns verstecken. Aber wo? Da drüben, beim Johann-Strauß-Denkmal. Der Walzerkönig ist ja Gold. Aber sein Marmorsockel ist weiß wie Lipizzaner-Arsch. Die Doktormenschen werden immer größer, immer größer. Komm, Blutsbruder, wir rennen unser Leben. Ich habe ein schwaches Herz. Scheißegal, gib Gas. Eben habe ich sie noch gesehen, zum Greifen nahe. Die können nicht wert sein, Herr Direktor. Die Laborratte mit dem Kuhohr ist für unsere Versuchsanstalt immens wichtig. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Los, Anna, suchen Sie die Ratte. Aber das Kaninchen, Herr Direktor, das ist genauso wichtig wie die... Schweigen Sie, ich habe Atemnot. Ich muss Luft holen. Ich gehe zurück zum Anstaltswagen. Ich hoffe, ich schaffe... Aber Herr Direktor, wo soll ich denn suchen? Außerdem... Da man meine Bisswunden am Unterschenkel. Schnauze! Nur immer weh! Ich warne Sie, Anna. Finden Sie die Kuhohrratte. Oder Sie putzen ab morgen unsere Anstaltstoiletten mit Ihrer Zahnbürste. Das Versuchskaninchen und die Laborratte befinden sich in einer Speisekammer. Ich bin hundemüde und hungrig wie ein Wolf. Der Fluchtlauf hierher raubte meine ganze Substanz. Ich hab die Qual der Wahl. Ich weiß gut, was ich als erster fressen soll. Die Vorratskammer des Hotel Sacher macht uns beide satt und fit. Schmatz, schmatz. Ein Schlaraffenland für Kleintiere. Ich fühle mich pudelwohl und hab einen Appetit wie ein Zoolöwe, der eine Diätkur hinter sich hat. Hm, hm.